Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es um L.A. Goku. Ihr wisst ja, es gibt ein paar L.A. Karten, die man farmen kann und ein paar, die man nur ziehen kann. Zu den farmbaren gehören L.A., ja ich sag mal die Androids, die sind letztendlich farmbar, weil ihr sie mit, ja zwar nur ziehen könnt, aber mit Friend Points, also kostet das nichts. Dann gibt es L.A. Goku, eine ziemlich gute Einheit und L.A. Freezer. L.A. Genius bei uns noch nicht und L.A. Hercules auch nicht. Dann gibt es ja auch noch die ziehbaren wie den L.A. Majin Vegeta, L.A. Super Saiyan Gym 2 Gohan und auch den LA Goku Black mit Zamasu, aber die sind auch erst ein GP. Aber jetzt sind wir wieder zum LA Goku, denn LA Goku ist zum einen eine ziemlich gute Free-to-Play-Einheit und zum zweiten haben wir gerade mit den 200 Millionen Download-Events die Möglichkeit, den zu bekommen und zwar alle mit viel weniger Anstrengungen. In diesem Video möchte ich euch sagen, wie das Ganze ablaufen wird und wenn das Event auch da ist, werde ich das wahrscheinlich in einem Video zusammenfassen, damit ihr es vielleicht dann auch seht. Ich kann es euch aktuell nicht zeigen, da das Event erst starten wird. Auf der offiziellen Dragon Ball Dokkan Battle Fanseite, nicht Fanseite, mein Gott, das ist die Facebook-Seite, auf der offiziellen Dragon Ball Battle Seite, Dragon Ball Dokkan Battle, oh, ich weiß auch nicht, was heute los ist, da gibt es einige Informationen, die mir bis jetzt entfallen waren und ich bin da irgendwie auf die Seite mal gekommen, ist total versteckt, Link packe ich euch in die Videobeschreibung, ist aber alles auf Englisch, aber der wichtigste Bereich, und ich muss ein bisschen nach links gucken, denn ich habe es in meinem dritten Bildschirm, ist dieser Legendary Challenge Campaign, Acquire and Train LA Goku for a Super Deluxe Reward. Was ziemlich cool ist, denn sie werden jetzt in dem Zeitraum des 200 Millionen Download-Events auch noch die ganzen Farmerei für LA Goku einfacher und zum zweiten auch incentivieren. Incentivieren bedeutet, wir bekommen richtig was dafür, wenn wir es machen. Also, wenn ihr LA Goku bekommt, dazu kommen wir gleich, bekommt ihr 50 Dragonstones einmalig. Wenn ihr LA Goku schon habt, glaube ich, dass ihr alle Sachen einfach ins Postfach bekommen werdet. Da steht nichts dazu. Aber da gehe ich einfach mal von aus. Aber für diejenigen, die ihn noch nicht haben, ist das der perfekte Zeitpunkt, um da loszugehen und ihn zu farmen. Wenn ihr euren LA Goku dann auch noch auf Super Attacke 20 bringt, bekommt ihr 10 Elder Kais. Dazu sage ich auch gleich was. Und wenn ihr alle 4 Potential Routes für LA Goku unlockt, das bedeutet einfach nur den Weg aufmachen mit einem weiteren LA Goku, dann, und ihr müsst ihn nicht auskillen, dann bekommt ihr alle Orbs, die ihr benötigt, um LA Goku auf 100% zu bekommen. Das Coole daran ist, dass diese Orbs eben Tech-Orbs sind. Das heißt, ihr müsst ihn nicht unbedingt in LA Goku reinpacken. Vielleicht könnt ihr die so zum Beispiel in den Super Saiyan 4 Gogeta reinpacken, der auch Tech sein wird. Nur so als Beispiel. Das richtig Coole an diesem Event ist, natürlich, okay, wenn wir es nur machen wollen, ja, das wäre ja, das dauert ewig. Es geht vom 6. August bis zum 4. September. Und damit ihr das auch schafft, haben die Jungs ein paar Sachen geändert. Und da scrolle ich jetzt mal ein bisschen runter. Wenn ich auf richtigen Browser bin. Und da haben wir es. Zum einen, der 100 Cost Limit für alle Super Strike Events sind aufgehoben für den Zeitraum. Das heißt, ihr könnt mit jedem Team reingehen. Ich hatte schon mal so ein paar Videos zu Strike Events gemacht und das Problem an den Events ist ja eigentlich, dass man Maximalkosten des Teams auf 100 haben darf und dass dann natürlich gerade die Events für die Medaillen ein bisschen schwieriger sind. Das ist aufgehoben, ihr könnt es einfach machen. Es gibt mehr Rank-Erfahrungspunkte, wenn ihr die Strike-Events macht. Das heißt, dort könnt ihr zum Beispiel euren Rank relativ schnell hochpumpen, was natürlich auch wichtig ist, um genug Teamkosten zu haben, um ein gutes Team aufzubauen. Dann gibt es Character-XP, also Erfahrungspunkte für eure Charaktere, die in dem Team sind. Die gibt es auch nochmal höher. Ob es jetzt verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht ist, das steht da nicht. Und das richtig coole ist, die Character Drop Rate, das heißt, wie oft ein Charakter droppen kann in diesen Strike Events, sie wird auch erhöht. Bedeutet, ihr müsst das nicht 300.000 Mal für 2 Drops machen, sondern sie ist eben erhöht und wir bekommen sie wahrscheinlich einfacher und ihr bekommt doppelt so viele Awakening Medaillen, wie ihr eigentlich benötigt. Der Nachteil an dieser ganzen Sache ist, dass ihr, um diese Strike-Events Dokken zu awakenen, benötigt ihr ja die Medaillen aus dem Weltturnier. Und ich hoffe, ihr habt alle beim Weltturnier mitgemacht. Vielleicht gibt es durch Login-Belohnungen oder ähnliches, damit das Ganze ein bisschen mehr Sinn macht, auch noch ein paar von diesen Awakening-Medaillen für uns. Davon steht da aber nichts. LA Goku hat ja eine Besonderheit, also über dieses Event von ihm, was ihr normalerweise nur samstags habt, da steht auch immer for Experts Only, dieses Event wird jeden Tag da sein, das ist schon mal das Gute, das heißt, ihr könnt jeden Tag versuchen, ihn zu farmen. In dem ersten Level müsst ihr ein Team aufbauen, was nur aus Dokkan Awakened Strike Charaktere ja, besteht. Und das ist nämlich die Schwierigkeit, die dieses Event mit sich bringt. Zum einen, so viele Dokkan Awakened Strike Charaktere zu haben und zum zweiten auch noch die zu haben, die ihn besiegen können, denn der Kampf ist durch diese Einschränkung nicht ganz
ganz so einfach. Diese 100 Cost Limit wird nur für die Strike Events sein, also die Voraussetzung für den El Agogo Kampf wird weiterhin derselbe sein, dass ihr eben diese Strike Charaktere benötigt. Ich werde, wie gesagt, wenn es genau live ist, werde ich ein Video dazu machen, in dem ich genau erkläre, okay, dieses Team könntet ihr euch aufbauen, ihr solltet dann jetzt schon mal anfangen, sobald es frei ist, euch alle Strike Charaktere zu holen, denn die werdet ihr früher oder später benötigen und es sind Free-to-Play-Units und die sind immer gut zu haben. Ich kann euch schon mal sagen, für das El Agogo Event sind In-Strike-Charaktere definitiv sinnvoll, denn El Agogo selbst ist Tech. Tech bedeutet, ist im Nachteil gegen Int. Und Int gibt es den, wie heißt der nochmal? Nicht Cooler, sondern Chilled. Das ist eine ziemlich gute Karte eigentlich, denn er ist ein Nuker. Dann gibt es König Vegeta, dann gibt es noch C16 als Int. Es gibt den Mecha-Freezer noch als Int, den könnt ihr aber nur mit einem anderen Freezer-Event Dokken awaken, was ein bisschen komisch ist, ich weiß gar nicht, ob man den dann nutzen kann. Und wir hoffen auch, dass sie mit diesem Event eine Sache aus JP rüberbringen, denn es gibt auch noch einen zweiten Stage, ähnlich wie bei Freezer, bei uns das auch schon gab, in dem man nicht nur mit den Dokken Awakened Strike-Event-Charakteren rein kann, sondern auch mit Dokken Awakened Charaktere aus anderen Events, heißt aus Login-Belohnungen, heißt aus Dokken-Events und ähnliches. Und das ist nämlich die Einschränkung, die für sehr viele Spieler es schwierig macht, El Agogo tatsächlich zu schaffen, denn diese Dokken Awakened Strike-Charaktere sind nicht besonders stark. Ihr müsst sie eben erstmal bekommen, dann auf Super-Attacke 10 bekommen, dann Dokken Awakened mit den Medaillen auch vom Weltturnier, dann versuchen am besten noch Super-Attacke 15 zu bringen und so weiter und so fort. Wie gesagt, sobald das Event live ist, also ab dem 6. August war das ja, werde ich ein dediziertes Video dazu machen, wo ich euch das Ganze erkläre. Ich wollte euch nur schon mal sagen, wenn ihr El Agogo haben wollt, dann wird das jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür sein. Kommen wir nochmal zu den drei Rewards, denn sie sind sehr, sehr interessant. Also einmal, Acquire El Agogo Dragonstones times 50. Also ihr bekommt 50 Dragonstones für El Agogo. Was bedeutet das? Ihr bekommt ja erst einmal nur Goku. Wenn ihr diesen Goku bekommt, den bekommt ihr automatisch beim ersten Mal, wenn ihr das schafft, als Drop. Dann müsst ihr in dem Event eigentlich den ganzen wirklich farmen und farmen und farmen für die Superattacke und ihr braucht dann bestimmte Medaillen, um ihn weiterzuentwickeln. Die 50 Dragonstones werdet ihr erst bekommen, wenn ihr Goku zum LR-Status gebracht habt. In meinem anderen Video werde ich ein bisschen genauer darauf eingehen, worauf ihr achtet solltet, wann ihr ihn weiterentwickeln solltet und wann ihr Sachen in sein Hidden Potential reinpacken solltet, denn das solltet ihr vor dem LR machen, weil ansonsten wird es richtig schlimm mit dem Farmen. Reward 2. Bringt seine Superattacke auf Level 20 und bekommt dann 10 Elder Kais. Das ist eine Plus-Minus-Null-Rechnung, die euch definitiv, also die sich wirklich lohnt. Wenn ihr noch Elder Kais habt, pumpt sie in El Agogo, aber nicht von vornherein. Farmt erstmal 10 Gokus, bringt seine Superattacke auf 10 und dann entwickelt ihr ihn weiter. Von 10 auf 20 müsstet ihr unglaublich oft Goku nochmal farmen, diesen einzelnen gefarmten Goku dann zu einem bestimmten, ich glaube für den zum TUA-Status zu bringen. Der wiederum hat, glaube ich, nur 50%ige Chance, seine Superattacke zu erhöhen und das wäre sehr, sehr mühselig. Wenn ihr aber auf Superattacke 10 habt, den dann weiterentwickelt und dann einfach 10 Elder Kais reinpumpt, die bekommt ihr wieder. Und das lohnt sich. Und das ist einfach nur, ihr habt am Ende plus minus 0 mit den Elder Kais gemacht, habt aber dafür eine LA-Karte mit Superattacke 20. Das ist definitiv ein guter Tausch. Und der letzte, Unlock All 4 Potential Routes for El Agogo, heißt tatsächlich nur, ihr müsst nur diese Pfade öffnen, indem ihr einen Charakter nutzt, um den Pfad zu öffnen. Und der Charakter muss ja derselbe wie Goku sein. Dafür werdet ihr definitiv einige Gokus farmen müssen, aber ich würde ihn nicht bis LA bringen. Ich meine, wenn ihr ihn bekommt, ist er SSR, dann wird er nochmal zu SSR durch die erste Erweiterung oder SSR und wird zu SSR. Und wenn ihr dann in der zweiten Erweiterung, wenn ihr ihn auf UR bringt, da, so weit müsst ihr die anderen nur bringen. Damit könnt ihr die Pfade aufmachen und dann alle 4 Pfade und ihr bekommt alle Potential Orbs, was super geil ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich, wo ich es euch nicht zeigen kann, ein bisschen schwierig. Wenn ich es euch zeigen kann, werdet ihr das Ganze viel, viel schneller verstehen. Also, zusammenfassend, wenn ihr El Agogo haben wollt, dann wird es jetzt im August genau der Zeitraum sein, in dem ihr relativ einfach bekommen könnt. Ich werde den auf jeden Fall holen, denn mit El Agogo ist auch El Freezer ein bisschen einfacher. An meinen El Androids arbeite ich gerade, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Kann ich dazu gerne auch mal ein Video machen. Es gibt auch noch El Piccolo, den habe ich am Anfang voll vergessen. An dem arbeite ich auch, aber den bekommt ihr nur als World Tournament, als World Tournament Belohnung. Könnt aber dann seine Superattacke in den Strike Events zum Beispiel gerade dann auch farmen. Und ich glaube, dazu werde ich auch nochmal so ein Video machen, wo ich die einzelnen Free-to-Play LRs einfach mal vorstelle. Ja, El Piccolo ist eigentlich auch noch Free-to-Play und wie ihr ihn am besten farmt und weiterentwickelt. Ich werde sowieso, wenn das Ganze durch ist, werde ich mal eine Videoreihe machen, wo ich die besten Free-to-Play-Einheiten vorstelle. Ich warte aber gerade noch auf 2-3 Einheiten, die zu uns noch rüberkommen sollen, denn es gibt zum Beispiel einen Super Saiyan 3 Goku, der Free-to-Play ist, der noch nicht auf Global ist, der wirklich Bombe ist und mit dem ihr unglaublich viele Events machen könnt. Und einige dieser Einheiten lohnen sich sogar für richtig gute Teams, wenn ihr noch keinen besseren Ersatz habt. Und ich denke mal, das ist für den ein oder anderen neuen Spieler vielleicht auch ganz interessant zu wissen.
Das soll es jetzt für uns gewesen sein. Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch alles angucken. Da ist nämlich noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel zu dem Dokken Awakening, das ist am 3.8., also am 3. August losgeht. Wundert euch nicht, das ist amerikanische Schreibweise, deswegen ist es umgedreht. Für einigen von uns ist das ein bisschen merkwürdig. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das seht. Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr auf LA Goku gehen werdet. Ob ihr sagt, ja, okay, will ich definitiv farmen, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe. Oder ob ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ich habe so ein gutes Deck. Ich will echt nicht mir das Ganze antun, denn es ist zeitaufwendig. Das ist nun mal leider so. Natürlich könnt ihr euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.